Ja, herzlich willkommen hier im schönen Dresden. Normalerweise sagen wir immer in der schönsten Automobilfabrik, die Volkswagen hat, und wir haben immerhin 123. Also insgesamt glaube ich, es gibt kaum einen faszinierenden Ort als hier. Insgesamt ist es so, dass wir hier in Dresden, das ist ja gerade schon gesagt worden, sind echte Vorreiter. Einerseits natürlich beim Thema Elektromobilität und zum Zweiten eben auch beim Thema Digitalisierung und Startups. Insgesamt, manch einer mag sich erinnern, wir haben ja früher den Phaeton gebaut, 100% Combustion Engine, jetzt 100% elektrisch. Das läuft ganz gut, unser Auto ist fast ausverkauft, im letzten Jahr hatten wir einen Produktionsrekord. Und das ist, glaube ich, auch nicht ganz wichtig, wir produzieren unsere Fahrzeuge CO2-neutral. Es wird ja viel über CO2-Neutralität gesprochen. Wir machen das schon seit 2 Jahren. 100% der Energie kommt hier aus Wasserkraft. Insgesamt ist es uns wichtig, dass wir seit längerer Zeit, seit fast 2 Jahren, mit Startups zusammenarbeiten, unter anderem im Bereich Mensch-Roboter-Kollaboration. Wir wollen Industrieroboter schneller und effizienter machen. Und wir setzen hier auf neue Technologien, die wir dann auch weltweit ausrollen. Das ist im Endeffekt gläserne Manufaktur hier in Dresden. Seit, wie gesagt, 2 Jahren arbeiten wir hier mit 17 Startups zusammen. Ihr werdet relativ viele hinterher auch unten sehen. Es gibt auch eine Konferenz nachher. Mein Kollege Marco Weiß wird das führen, wird durch das Programm führen. Insgesamt unsere Felder sind Mobility Services, autonomes Fahren, Elektromobilität und Logistik und Produktion 4.0. Und wir haben da ganz tolle Ergebnisse, und die Ergebnisse wollen wir heute auch erstmalig dem größeren Rahmen zeigen. Insgesamt, und damit komme ich schon zum Schluss, haben wir im letzten Jahr hier in der Gläsermanufaktur 135.000 Gäste gehabt, 400 Gäste pro Tag. Und wir führen durch dieses Haus in 9 verschiedenen Sprachen. Auch das ist in Dresden ein bisschen unique. Und wir sind sehr froh, dass wir sehr viele internationale Gäste haben. Roundabout 30% der Gäste, die wir hier haben, sind nicht deutsch. Ganz wichtig, und das führt mich fast schon auf meinen Nachredner, den Oberbürgermeister in Hilbert. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Stadtverwaltung zusammen. Die Stadtverwaltung ist auch ein Teil des Business Inkubators. Wir wollen Dresden zur Modellstadt für Elektromobilität und Digitalisierung entwickeln. Wir machen das gemeinsam, Hand in Hand. Wir sind starke Partner und haben ehrlicherweise auch in der Wirtschaftsförderung einen starken Treiber bei dem Thema, fühlen uns sehr wohl hier. Ein Highlight will ich zum Schluss noch erwähnen. Die Stadt, die Wirtschaftsförderung, übernimmt die Unterkünfte für die Startups, die hier bei uns im Startup-Inkubator einziehen. Im letzten Jahr hatten wir Startups komplett international, also nicht deutsche Startups hier aus aller Welt. Und dankenswerterweise in Kooperation und Unterstützung mit der Stadt arbeiten wir Hand in Hand, indem die Unterkunft von Seiten der Stadt mitfinanziert und übernommen wird. Sie sehen, wir gehen hier schnell voran, wir gehen neue Wege. Wir haben die Transformation, die vor allem im Kopf beginnt, ich glaube, umgesetzt. Wir sind hier sehr schnell und auch im Bereich der Entscheidung manchmal so ein bisschen so ein Speedboat in diesem großen Tanker Volkswagen. Und ich hoffe, dass Sie das so ein bisschen inspiriert mitnehmen in die Gespräche, in das Thema Networking. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Also nehmen Sie sich die Zeit, sprechen Sie mit den Startups, lassen Sie sich inspirieren. Und networken Sie. Und wie gesagt, bis 5 Uhr ist hier Halligalli. Wir freuen uns sehr toll, dass das auch mit NKF Summit geklappt hat, dass wir den jetzt hier in Dresden haben. Ich würde jetzt übergeben an unseren, sage ich ruhig mal, Partner Dirk Hilbert für ein paar Begrüßungsworte von Ihnen. Vielen Dank schon mal.